Audio Post. Geklickt. Gehört. Haben Sie schon mal Ihr altes Smartphone bei eBay verkauft oder dem Neffen Ihren Computer vermacht? Wenn wir neue Geräte kaufen, wollen wir mit den alten nochmal etwas Geld verdienen. Schließlich waren iPhone oder Laptop nicht ganz billig. Aber Vorsicht, wir sollten schon genau darauf achten, dass wir nicht noch Dokumente, Bilder oder gar Passwörter auf den Geräten haben. Das könnte nämlich nicht nur peinlich, sondern auch gefährlich werden, das sagt Experte Andreas Wiesler. Er berät als Geschäftsführer der Firma Go Security Firmen und Privatkunden zum Thema Computersicherheit. Angenommen, ich möchte mein Smartphone verkaufen. Wo sind die Daten? Auf meiner SIM-Karte oder doch auf meinem Handy? Andreas Wiesler hat die Antwort. Tatsächlich war dies früher der Fall. Aber da sehr wenig Platz auf dieser SIM-Karte ist, liegen heute die Daten eigentlich immer auf dem Handy. Er weiß, worauf ich also achten sollte, wenn ich mein Smartphone verkaufen möchte. Bevor ich mein Gerät weggebe, müssen die Daten unbedingt gelöscht werden. Prüfen Sie, ob wirklich alles weg ist, denn Zurücksetzen auf Werkseinstellung löscht nicht immer alle Daten. Doch wie sieht es eigentlich bei Laptop oder PC aus? Genau, das ist richtig. Auch hier gilt es, alles zu löschen. Aber Achtung, hier sind die Daten nicht standardmäßig verschlüsselt wie beim Handy und das Löschen entfernt nicht alle Daten. Auch das Formatieren hilft nicht immer. Der Experte Andreas Wiesler weiß, wie es möglich ist, dass trotz Löschen immer noch Daten auf dem Gerät vorhanden sind. Wenn ich Daten lösche, werden die beim Betriebssystem nur als gelöscht markiert. Das heißt, für das Betriebssystem sind die nicht mehr ersichtlich, aber immer noch auf dem Gerät vorhanden. Zwar werden die Daten irgendwann überschrieben und sind dann nicht mehr verwertbar, aber darauf habe ich keinen Einfluss. Hier helfen nur Spezialprogramme weiter. Wichtig ist, dass ich verhindere, dass der neue Besitzer beim Surfen im Internet meine Passwörter für soziale Medien übernimmt, so der Experte. Zuerst lösche ich alle Daten mit einem Spezialprogramm und danach kann ich das Betriebssystem wieder neu installieren. Praktisch alle Anbieter haben die Installationsdateien auf einem versteckten Teil der Festplatte abgelegt. Und von hier aus kann ich dann das System wieder neu aufsetzen und dann ist es, wie ich es aus der Schachtel genommen habe.